Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, nach der Rede von Minister Backhaus kann ich das sehr kurz abhandeln. Ich möchte aber auf zwei, vielleicht auch drei Aspekte eingehen. Herr Seifert, Sie haben bei der Einbringung des Antrags gesagt, zurzeit sind lediglich zwei Interessenten bekannt, die auf der CeBIT ausstellen wollen. Das ist eigentlich traurig, aber das macht deutlich, wie schwierig das für diese kleinen Unternehmen ist, sich dort zu präsentieren. Und nicht deshalb, weil es an finanzieller Unterstützung fehlt, denn das hat ja der Minister eben gerade gesagt, sondern weil die Unternehmen selbst personell so strukturiert sind, dass sie das kaum leisten können. Das ist ein gewichtiger Grund und nicht ausschließlich der finanzielle Grund. Denn hier möchte ich noch mal darauf eingehen, auf die bisherige Unterstützung, die bisher geleistet worden ist, und auch einen kleinen Kostenvergleich machen. Nämlich Mecklenburg-Vorpommern leistete einen angemessenen Beitrag bisher. Die Landesbeteiligung an der CeBIT wurde in den vergangenen Jahren nicht wie ursprünglich veranschlagt mit 10.000, sondern sogar jeweils mit 15.000 bis 17.000 Euro unterstützt. Welche Kostenbeteiligung daraus resultiert für die Unternehmen, habe ich mal in einem kleinen Ländervergleich zusammengestellt für das Jahr 2014. In Sachsen-Anhalt lag die Beteiligung bei 2.300 Euro. In Bayern lag sie zwischen 3.200 und 4.700 Euro. Und in Mecklenburg-Vorpommern lag die Beteiligung für die Unternehmen zwischen 2.500 und 3.900 Euro. Also im Ländervergleich vergleichbare Beteiligung der Unternehmen selbst, dass also das, was Sie in der Begründung aufgeschrieben haben, dass in anderen Bundesländern die Beteiligung der Aussteller wesentlich geringer wäre oder anders gefördert werden wäre, schon erstmal nicht richtig ist. Richtig ist diese Anmerkung, die Sie noch auch gebracht haben, als es im Wirtschaftsministerium angesiedelt war, resultierte das oder hatten Sie bessere Ergebnisse erzielt. Es ist wahr, es gab einen Ressortzuschnitt in der sechsten Legislaturperiode, nämlich dass dieses Thema Messen und Außenwirtschaft in der Staatskanzlei angesiedelt ist. Aber allein die Zahlen der Unterstützung, der Beteiligung der Unternehmen im Ländervergleich lässt also Ihre Vermutung keinen freien Lauf, dass es da eine qualitative Veränderung gegeben hat. Viel wichtiger ist, dafür zu sorgen, dass Unternehmen in die Lage gesetzt werden, sich auf Messen zu präsentieren. Und da greife ich auch nochmal das Angebot von Minister Backhaus auf, der da gesagt hat, es wird also nicht daran scheitern, dass seitens der Landesregierung keine entsprechende finanzielle Unterstützung gewährleistet wird. Eine Überweisung in den Wirtschaftsausschuss halte ich nicht für erforderlich, eher in den Finanzausschuss. Aber sei es wie sei, die CDU-Fraktion wird ihren Antrag ablehnen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.